Heute machen wir Chicken Bacon Lollipops mit Tamarindsoße. Wie wir diese leckeren Lollipops machen, seht ihr, wenn ihr euch das Video anguckt. Viel Spaß! Für unsere Tamarind-Barbecue-Soße brauchen wir Pigment, Pfeffer, Rauchsalz, Senf, Apfelessig, Olivenöl, Ketchup, eine Zwiebel, Ingwer, Tamarind und Wachitai-Soße und Rotzuka. Was du nicht hast, ist die Habanero. Ingwer hattest du. Das hatte ich nicht. Und Zuckersirup. Ach ja. So, und wir nehmen Tamarind als Paste schon, also als festes, als feuchtes. Tamarind kriegt man einmal als Wurzel, das ist die Tamarindwurzel. Ne? Dann kriegt man das hier also als feste Paste, die muss man so ein bisschen aufweichen. Dann kann man die Tamarindsoße da rauspressen. Da sind noch Kerne und so drin, die will man nicht, deswegen sieht man das. Und dann gibt es das auch schon fertig als Tamarindsoße im Prinzip. Das kriegt man alles beim Inder. Das ist ja weich. Das ist weich, ja. Das ist halt eine Paste, eine feuchte, die ist schon feucht. Da gibt man jetzt als erstes gleich warmes Wasser drüber, damit das schön noch weicher wird und noch mehr löst. Und dann werden wir es versieben. Und dann fangen wir nebenbei an, das andere fertig zu machen, während das vorbereitet wird. Also hole ich jetzt erstmal heißes Wasser und dann machen wir den Tamarind. Ich öffne es. Okay, dann hier rein und ich gebe das Wasser dazu. Paste! Voller Kerne und die Kerne müssen wir noch alle rauskriegen. Die machst du weg. Die liebe ich weg, ja. So, und auch das klebt das Zeug. Mhm. Und dann schmeiß das da rein. Liebevoll. Meinst du, hochkant ist toll? So. Kochendes Wasser drüber. Und ungefähr wann passiert was? Boah, das fängt jetzt so an zu wirken. Ne, es ist leicht bedeckt von oben und unten und überall. Und jetzt stellen wir es zur Seite und machen die andere Sache. Soll ich dir noch ein bisschen was über Tamarind sagen? Ja. Tamarind ist eine Hülsenfrucht. Aus Indien, Afrika. Also man nennt da auch die indische Dattel, eine Sauerdattel. Und kommt aus dem Johannesbrotbaum. Und da sind Kerne drin, die Kerne wollen wir raus haben, das ist halt gepresst und wir wollen halt die Tamarind, die schmeckt eigentlich sehr intensiv. Du wirst das nachher, kannst ja da mal ein bisschen probieren, damit du schon mal weißt, wonach die Barbecue-Soße ungefähr richtungsmäßig schmeckt. Mhm. In der Zwischenzeit, während sich das löst, bereiten wir schon mal die Soße vor. Das heißt, die Zwiebel muss geschnitten werden, Pigment und Pfeffer muss gemahlen werden. Die Habanero müssen wir klein schneiden. Bei Habanero schneiden immer aufpassen, die sind verdammt scharf, ne? Also wenn ihr die macht, nicht so ins Auge gehen, das ist nicht so toll. Am besten mit Handschuhen. Bleibt damit weg von mir. Und noch der Ingwer muss klein gemacht werden. Da du dabei bist und wir sie nicht ganz so scharf haben wollen, nehme ich ein bisschen die Membranen raus und die Kerne, okay? Mhm. Ne? Guck, das ist das Scharfe, da ist nur ein bisschen Schärfe drin. Gar Kern. Die Kerne sind gar nicht scharf, das sind die Membranen, die scharf sind. Kern. Die Kerne sind nicht scharf, die sind nicht schlimm. So, wir müssen das gar nicht so fein machen. Ich will das nachher noch pürieren mit dem Zauberstab, damit es dann eine schöne cremige Soße ist. Wir wollen damit ja glazen. Wo findet man die ganzen Angaben für Maßeinheiten und sonst was? Im Blog. Im Blog? Wir blenden es euch unten ein. So kleiner, feiner. Komm her. So, damit kann ich leben. Heute ist Sonntag und es ist über 30 Grad. Toll. Und gleich stehen wir am Grill. Und am meisten ich, weil ich bestimmt rühren muss. Du kannst schon mal den Seitenbrenner anmachen. Und auch volle Leistung. Wir wollen erstmal ein bisschen anbraten. Du gehst schon mal rüber, erhitzt das Öl. Ich mache die Zwiebel klein. Und ihr folgt am besten Maker und wir treffen uns am Grill wieder, wenn wir die Sachen reintun, okay? Okay. Du sagst, das sind Blasen? Ja, ganz kleine, okay. So, Zwiebeln glasig anbraten.
Dann kommt Pfeffer und Pigment dazu. Das, was ich so toll klein gemacht habe. Ja, das kriegst du jetzt, bitte. Jetzt kommt Ingwer und die Habanero dazu. Durch das Anbraten verliert die Habanero auch noch mal so ein bisschen an Schärfe und wird auch magenfreundlicher. Mm. Weil wenn es nicht zu scharf ist, esse ich es nicht. Die ist nicht zu scharf. Außerdem nehmen wir davon ja nur als Glaze. Heute zumindest. Und wenn das alles eine halbe Minute mit angebraten ist, kommen die restlichen Zutaten hinzu und wir kümmern uns um die Tamarindpaste. Hier ist dann Salz, immer schon rühren. Jetzt soll es ja so ein bisschen köcheln, so 30 bis 45 Minuten. Der Essig. Das ist die Worcestersoße. Hier kommt der Zucker. So richtig lecker sieht es noch nicht aus. Aber großtechnisch finde ich das toll. Wie viel kommt denn da dann rein? So eine Flasche. Und was ist, wenn jemand anders eine größere hat? Deswegen gebe ich die 460 Milliliter ein. Also 480 bis 500 ist auch noch okay. Wir haben jetzt noch 600 da. Dafür haben wir mit extra Tomaten. Das waren schon mal die Zutaten. Jetzt fehlt noch die Tamarinde, ne? Mhm. Die Tamarinde hat sich hoffentlich ein bisschen angelöst. Es ist so heiß, ich kriege noch nicht mal die Handschuhe angezogen. So. Jetzt werden wir die kneten so ein bisschen. Das sind alles Früchte, die da drin sind. Und hier hast du dann immer so die Kerne hier, ne? Die wollen wir natürlich nicht drin haben. Die Haut wollen wir nicht drin haben. Deswegen sieben wir das gleich, pressen das ein bisschen durch Sieb durch. Also, ne, es wird dann hier so langsam so eine Matschepampe, wenn du das erstmal durchgewühlt hast. Da sehe ich auch einen Kern. Da sind mehrere Kerne. Da ist Haut drin. Ne, hier ist die Schale von der Hülsenfrucht drin. Das sind alles Sachen, die wir nicht im Essen haben wollen. Sondern wir wollen nachher wirklich nur die Matschepaste haben. Die Paste haben, genau. Wir probieren so ein bisschen so. Und säuerlich. Dann sind wir hier erstmal soweit fertig. Wir gehen wieder rüber zur kochenden Suppe und gießen es da rein. Also die Tamarindpaste schmeckt. Ganz lecker. Aber sauer. Aber nachher mit den ganz anderen Zutaten, mit den scharfen Zutaten, säuerlich, scharf und so, das wird schon, denke ich, mega geil werden. Und ich glaube, das wird mega sauer werden. Ich habe nicht geil gesagt. Dann nehmen wir die Tamarindpaste. Nichts daneben werfen. Wir brauchen ungefähr 12 Esslöffel von der Paste. Da geht nichts durch. Jetzt geht alles durch. Guck, die ganzen Hülsenfrüchte und die ganzen Schalen dann rüber. Mhm. Da unten kommt so ein bisschen was durch. Also wir brauchen schon einmal das ganze Paket, was wir gemacht haben. Wie gesagt, wenn ihr eine fertige Tamarindpaste kauft, da sind ja keine Hülsensachen mehr drin und keine Kerne. Ja. Dann nimmt ihr 12 Esslöffel. Da ist echt wenig drin. Ja, das meiste sind halt die Hülsen, ne? Ja, dafür ist das halt wesentlich frischer, als wenn du das Fertige kaufst. Beim Fertigen sind halt Konservierungsstoff und sowas drin. Auf jeden Fall reicht das. Also, so, was wir haben wollen, kriegen wir zusammen. Also, ihr könnt natürlich zum Inder gehen, da könnt ihr alles kaufen. Da kriegt ihr sowohl die Paste, da kriegt ihr die Hülsenfrüchte, also ihr kriegt die fertige Soße. Wer kein Inder in der Nähe hat, es gibt das auch bei Amazon, kostet ein bisschen mehr, aber dafür kriegt das wenigstens geliefert. Tun wir uns natürlich die Links in den Blog rein. Ja. Okay, dann leg los. Also, ich halte ein bisschen schräg, dann geht es ein bisschen besser. So. Keine Sorge, schon wieder.
gekillt. Ja, das ist gut. Soße ist soweit fertig. Ich habe die Gläser schon mal ausgekocht, also ausgegrillt. Und dann füllen wir das mal. Und wir sauen damit also wenig wie möglich rum. Du hörst, es ist heiß. Ja, nicht so heiß wie die Soße. Hätte ich vielleicht doch einen Trichter dafür oder so nehmen sollen. Wir probieren. Ist nicht heiß. Lecker. Ein bisschen säuerlich. Ein bisschen Schärfe. Die Schärfe schmecke ich. Ein bisschen für den Hintergrund. Ich schmecke nur Tomatenketchup und Himbeere. Die ist auch schön, ja. Das ist lecker. Die ist lecker geworden. Also wer ein bisschen wartet, der spürt sich... Sag mal kurz ruhig dahin, ja? Dummer Vogel. Wer ein bisschen wartet, schmeckt auch die Schärfe. Bei mir nicht. Oh, holst du mir mal kurz einen Löffel? Wer ein bisschen wartet, schmeckt auch die Schärfe. Für unsere Chicken Bacon Lollipops brauchen wir Schinken. Den seht ihr da. Chicken, Unterschenkel. Und ein Gewürz. Gewürz. Wir haben das vom Beef Buddy, den Chicken Run. Und natürlich unsere Tamarindsoße. Damit wollen wir ja glazen, damit sie uns richtig schön schmecken. Und Spieße. Damit wir den Bacon nicht verlieren auf halber Strecke. So, das Schwerste an der ganzen Sache ist, wir müssen das Stück hier abmachen, dass der Knochen frei liegt. Das so ein bisschen runterschieben, dass wir so einen kleinen Lollipop haben. Lollipop. Wichtig dabei ist, du schneidest das durch, die Sehnen und alles, aber lässt den Knochen heile. Siehst du, da ist die wollen wir abhaben. Könnt auch mit einer Schere nachhelfen, wenn ihr wollt. So, wenn du das dann hochschieben könnt, guck, kannst du hochziehen, ne? Dann habe ich es mir so angewandt, mal hinten so drauf. Das davon auch gar nicht eigentlich haben, das können wir auch gleich wegmachen. Eigentlich wollen wir nur bis zum Gelenk haben. So, und wenn du es erstmal hast, dann kannst du es nicht ziehen und dann hast du hinten den Knochen freigelegt. Das gibt es weg. So, jetzt muss man die Sehnen wegkriegen, am besten ein Messer drauf. Super lecker. So. Und dann schiebst du es so ein bisschen noch nach vorne. So, dann hast du Lollipop. So, dann drückst du ein bisschen runter und du hast dann so deinen Lollipop. Nachher. Jetzt zieht sie noch ein bisschen zusammen. So, das ist der erste. Die anderen machen wir genauso. Wir machen das und holen euch wieder zurück. Unsere Lollipop, wir nehmen sie, tauchen sie in den Rub ein, dass super schön Rub dran ist. Nehmen den Becken, wickeln den kräftig drumherum, dass er auch schön hält. Und stecken den einmal durch den Spieß und fest. So. So, wir können auch zwei Becken nehmen. Becken ist ja doch ein bisschen klein geworden heute. Zack. Dann schön fest. Und das machen wir jetzt mit allen. Dann hängen wir die Lollipops mal so weit es geht auf, soweit wir haben. Wir haben leider nur eine IKEA-Halterung davon. Das hält sogar. Nicht. Wir lassen das sein, das hält nicht so gut, die sind zu dick dafür. Wir geben die jetzt einfach so auf den Grill. Machst du mal bitte hoch. Wir tun die in die indirekte Zone, erstmal für 30 Minuten. Und dann glazen wir. Wir haben die Lollipops jetzt ca. 30 Minuten drauf gelassen. Der Bacon wird schon schön braun. So, erstmal die Soße. Da rein. Ist sie jetzt kalt? So habe ich dich gern Soße. Und die klebt ordentlich. So. Ist das
die reintunken. Überall Soße einmal durchdrehen, ne? Damit überall Soße ist. Und dann stellen wir den kleinen Jungen wieder rein. Das machen wir mit allen Lollipops. Die letzte Soße. Hier mal ein bisschen oben drüber, die wir noch hier drin haben. Wenn die von einer festen Soße schwenken. Okay. Ja, das heißt, wir lassen hier erstmal eine Viertelstunde drauf, damit sie schön glasiert sind nachher. Und dann können wir essen. Bis gleich. Also, da sind sie und die sehen toll aus, die riechen herrlich, finde ich, richtig gut und ich kann es eigentlich gar nicht abwarten, reinzubeißen. Ich lasse den Spieß gleich mal dran, oder? Kriege ich den raus? Doch, ich kriege ihn raus. Soll ich den rausnehmen? Nein. Schüsse selber hin? Nein. So, wir probieren es mal. Habe ich Soße im Gesicht? Boah. Die Soße lecker. Und? Sauber? Weg. Voll schwer zu essen, aber total lecker bitte. Total saftig. Guck mal, wie weit ich gekommen bin. Wie findest du denn? Lecker. Ich fand die Soße vorhin schon total lecker, ohne Fleisch. Aber jetzt mit Fleisch, das ist eine total runde Sache, total lecker finde ich. Wie findest du die Soße? Cool! Wie ist das Fleisch? Saftig? Ja. Der Bacon? Knusprig? Ja. Naja, das geht so, so ein bisschen lappiger naja, geworden durch die Glaze. Aber ist schon ein bisschen angeknuspert da so. Die Soße ist ein Traum. Macht eine Tamarindsoße, kann ich nur sagen. Herrlich. Ja, wie kann Bacon. So ein bisschen säuerlich. Ein bisschen Bums durch die Habanero. Also, diese Lollipops sind fantastisch. Mach die nach. Oder? Stört sie nicht. Sie isst. Möchtest du noch was sagen, bevor wir den Out machen? Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ja. Also, wir haben uns heute hier richtig angestrengt. Wir haben heute 2 YouTube-Videos gemacht. Wir haben über 6 Stunden. Wir haben schönes, schwüles Wetter. Es macht Spaß. Aber es hat sich gelohnt. Den Salat, den wir euch letzte Woche gezeigt haben, der ist toll geworden. Schöner Grilltag gewesen. Ja, damit sind wir durch für heute, ne? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer mehr von uns sehen könnt. Und damit ihr wisst, wann das nächste Video rauskommt. Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram, Twitter. Das schreiben und zeigen wir immer schon mal, was wir demnächst machen. Auch das leckere Essen werden wir wieder im Vorfeld zeigen. Und das war's eigentlich. Wir gehen duschen und sind raus. Ihr wart bei Data and Dad's Sizzle Zone. Und essen. Essen geben wir auch. Also, das hier essen wir. Hey, ess doch nicht einfach die Soße. Ich muss doch mal gucken, wie sie einzeln schmeckt. Ach, die ist lecker. Beste Soße.